Leute, wie vielleicht mittlerweile jeder weiß, bin ich gerade dabei, ein Haus zu bauen. Und dazu passend gucken wir uns jetzt unglaubliche Bautechnologien an, die man gesehen haben muss. Vielleicht gibt's ja was, was ich dann bei mir baue. Schaut auf jeden Fall bei TechZone vorbei, lasst gerne ein Like da und go! Okay, das geht alles viel zu schnell, aber ich hoffe, dass wir jetzt... Ja, also gehen wir nach Australien, ein Land, in dem es 3,3 mal mehr Schafe als Menschen gibt. Riesen-Lego? Interessanterweise haben Experten im Jahr 2013 Berechnungen angestellt und festgestellt, dass Australien in Bezug auf die Immobilienpreise mit Frankreich und Deutschland vergleichbar ist. Allerdings meldeten... Ey, Immobilienpreise sind schon vor einem Jahr, vor zwei Jahren, die sind ja so krank explodiert. Das ist echt nicht mehr normal. Auch die Baukosten. Mehr als 40% der Bauunternehmen aufgrund der hohen Baukosten Verluste. Ja, ja. Um den Bau wirtschaftlicher zu gestalten, haben lokale Fachleute eine Polymerschalung mit Löchern entwickelt. Sie ist einfach zu handhaben. Die Schalung muss nur auf die gewünschten Parameter zugeschnitten und mit Beton gefüllt werden. Der Hersteller behauptet, dass die Schalung Erdbeben der Stärke 9 standhält. Resistent gegen aggressive chemische Produkte, einschließlich Schwefel und Salzsäure ist, leicht zu transportieren ist und keine Kräne benötigt. Habe ich Salzsäure bei mir? Kann in ständigem Kontakt mit Meer und Abwasser sein und kostet bis zu 5-mal weniger als andere Optionen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt geil ist, ob das besser ist, als zum Beispiel ich jetzt baue. In der Schweiz bietet ein Expertenteam einen völlig neuen Ansatz für das Bauen mithilfe der Robotik an. Ihrer Meinung nach ist die Vorbereitung der Materialien schon lange automatisiert, aber die Montage wird immer noch von Menschen durchgeführt. Deshalb schlagen sie eine Methode des digitalen Holzbaus vor. Das System erhält einen digitalen Entwurf des Projektes, prüft ihn und bestimmt, welche Komponenten benötigt werden. Dann wählen Manipulatoren die Bretter und Balken aus, setzen sie zu den gewünschten Elementen zusammen und platzieren sie an den richtigen Stellen des Bohrwerks. Das einzige Problem ist, dass das System noch nicht weiß, wie es die Elemente zusammensetzen soll, sodass es noch menschliche Hilfe benötigt. Aber insgesamt ist der neue Roboter schon jetzt schneller als ein Mensch und er hat eine große Zukunft. Er schließt die Lücke zwischen Entwurf, Planung und Ausführung, ja, sagen die Hersteller. Sorry, aber das Ding wird ja irgendwie in so einer großen Halle. Wie kommt denn so ein Riesending dann zu mir nach Hause? Finde ich ganz interessant, aber ich weiß nicht, wie das praktisch anwendbar sein soll. Weil ich habe ja so ein Ding nicht bei mir auf der Baustelle. Dieser in den USA hergestellte Roboter, der im Jahr 2021 voll einsatzfähig ist, ist sehr nützlich. Die Statistiken sind beeindruckend. Bei einem Brückenbauprojekt in Florida hat er an einem Tag 11.044 Schwellen hergestellt. Das ist doch nicht... Das ist Florida? Junge, ich dachte, Florida ist mega platt und Sumpf. Das sind etwa 1.100 Schwellen pro Stunde. Und der Roboter kümmert sich weder um die Tageszeit noch um das Wetter. Ach, der ballert da Beton rein. Dank seiner Computer Vision Technologie arbeitet dieser Roboter präzise und genau und ist in der Lage, 8 und 9 mm Bewehrungsstäbe auf einer Breite von bis zu 30,5 Metern zu binden. Die Hersteller Ja, so ähnlich wurde meine Bodenplatte ja auch gemacht. Da hat man erst so ein Metallgitter auf dem Boden platziert und darüber wurde dann Beton gegossen, damit man dann so eine, weil das ist ja irgendwie immer dann gefühlt 10-mal krasser, wenn Beton und Eisen irgendwie eine Party machen. Sprechen Produktivitätssteigerungen von mindestens 150%. Es dauert nicht länger als eine halbe Schicht, um ihn einsatzbereit zu machen. Der Roboter ist sowohl zum Kauf als auch zur Miete erhältlich. Ja, warum nicht? Also ich meine, solche Technologien, wenn die helfen, sozusagen auch den Fachkräftemangel so ein bisschen auszugleichen. Ich weiß ja selber, wie schwer das ist, Leute zu finden. Auch mein Architekt sagt, pff, das ist ein Kampf auf dem Markt. Weil es ist halt mehr Nachfrage da als Angebot. Zeit, nach Italien zu reisen. Dieses Land ist eines der weltweit führenden Hersteller von Kunststoff- und Stahlrohren und beheimatet auch den 5 größten Zementhersteller der Welt. Aber was ist das? Deshalb sind sie immer bereit, praktische und erschwingliche Lösungen für Bauprojekte anzubieten, wie zum Beispiel diese modulare Schalung. Die Hersteller setzen auf Nachhaltigkeit und verwenden recyceltes Polypropylen als Hauptmaterial. Nee, aber was ist diese das? Schalung ist ideal für Großprojekte. So wurde sie zum Beispiel für den Bau eines Parkhauses mit 4000 Plätzen verwendet. Die Höhe der Rohre variiert je nach Kundenwunsch. Der Standarddurchmesser beträgt 125 mm. Ja, was macht das? Ich verstehe nicht, was es macht. Die Standardgröße der Armaturen beträgt 58 x 58 x 15 cm. Der Preis wird dem Kunden auf Anfrage mitgeteilt. Bodenplatte? Ah, da wird jetzt... What?
Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja komplett anders als zum Beispiel bei mir. Und die Dinger laufen dann auch voll? Am 12. Juni 2019 traten auf der US Route 36, einer Autobahn, die zwei Städte in Colorado verbindet, Risse auf. Kurze Zeit später brach die Fahrbahn komplett ein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber es war notwendig, mit der Planung für die Reparatur zu beginnen. Zwei Faktoren waren für die Reparatur des beschädigten Abschnitts wichtig: Geschwindigkeit und Sicherheit. Die Experten entschieden sich für EPS-Blöcke, ein leichtes, aber widerstandsfähiges Material, das dazu beiträgt, die Belastung des Bodens erheblich zu verringern. Mehr als 6.100 Blöcke und 2 Monate harter Arbeit waren nötig, um das Projekt abzuschließen. Was machen die denn? Das Endvolumen der Blöcke betrug etwas mehr als 18.500 Kubikmeter und sie wurden in 6 Fabriken hergestellt. Für den Transport wurden mehr als 200 Lastwagen eingesetzt und die Abmessungen jedes Blocks betrugen 2,4 x 1,2 x 1 Meter. Ich check nicht, was die machen. Also stützen die Brücke? Ist es am Ende die Brücke? Hinzu. Auch in Deutschland wird fleißig gebaut. Und zwar so fleißig, dass manche Zeitungen es als Land der leeren Wohnungen bezeichnen. Moment mal. Das ist so Frankreich. Centre Commis Parcours de Santé. Im Jahr 2018 gab es in Deutschland etwa 2 Millionen leere Wohnungen, die vollständig fertiggestellt und bereit für Mieter waren. Natürlich bauen die Deutschen nicht nur Mehrfamilienhäuser, sondern auch Parks um sie herum. Die Bodenanker sind eine große Hilfe, denn sie sind speziell für Laternenpfähle, Schilder, Zäune, Bänke und andere Elemente der Landschaftsgestaltung konzipiert. Die Idee ist, die Verwendung von Beton zu minimieren. Bei der Alpha-Version wird überhaupt kein Beton verwendet. Bei der City-Version wird bis zu 80% weniger Beton benötigt. Dadurch werden bis zu 190 Kilogramm Beton pro Installation eingespart, was die Treibhausgasemissionen reduziert und die Arbeit wesentlich erleichtert. Da konnte man irgendwas auf dem Schild nochmal sehen, was da drauf stand. Ja, war bei Parking du Bijou. Junge, entweder habe ich mein Leben lang was verpasst, das ist Deutschland. Das Produkt, das die Dachdeckerbranche revolutioniert hat. Ein Name, den heute jeder kennt. Effizienter als jedes anderes Produkt der Konkurrenz. Der Hersteller spart nicht mit Lob, wenn er dieses Produkt vorstellt. Übrigens herrscht im Vereinigten Königreich ein Wohnungsmangel, der nach Ansicht vieler Experten nicht so bald behoben sein wird. Schätzungen zufolge braucht das Land etwa 1 Million Wohnungen. Ich habe aber mal gehört, dass sich das so ein bisschen auch, weil aktuell ist es so, dass zum Beispiel noch viele Omas und Opas, Gott habe sie selig, teilweise alleine in so großen Häusern noch leben. Aber wenn die dann irgendwann dahingerafft sind, dann soll wohl eben auch wieder viel mehr Wohnungen, viel mehr Häuser auf den Markt gespült werden, weil sozusagen es werden ja einfach weniger Kinder geboren und so weiter, dass sich dieser demografische Wandel eben auch dafür sorgt, dass sich dieser Wohnungsmarkt entspannt. Keine Ahnung, wie es in den Großstädten letztlich ist. Da bleibt es, glaube ich, weiterhin die absolute Hölle. Ich weiß selbst damals, als ich in Hamburg noch eine Wohnung gesucht habe, das war, Alter. Oder auch in Köln, als ich mir die ersten Wohnungen in Köln angeguckt habe, die ersten bezahlbaren, da war ich mit, glaube ich, 50 anderen Leuten auf einer Wohnungsbesichtigung. Da bist du durchgeschachert worden, wie so ein Lastvieh. Aber auf dem Land, glaube ich, kann sich das entspannen. Kommt halt drauf an, wo du leben willst. Diese Hebevorrichtung zum Beispiel hebt etwa 1000 Ziegel in weniger als 25 Minuten auf das Dach. 2 Personen könnten die Montage problemlos bewältigen. Dank der Rückfahreinrichtung kann das alte Material direkt in dem hinteren Teil des LKWs befördert werden. Der Aufzug kann für eine Woche für 158 Euro gemietet werden. Das ist ein Schnabber. 158? Die werden einfach nur so eingeklackt? Was ist das für ein geiles System? Das könnt ihr auch. Unser nächstes Ziel ist Japan. Dieses Land ist weltweit führend in der Produktion von Industrierobotern, mit etwa 45% des weltweiten Angebots. Und jedes Jahr gehen die japanischen Entwickler weiter. Sehen wir uns jetzt also den humanoiden Roboter an, die 5. Generation der HRP-Serie. Er kann eine Nutzlast von 13 Kilogramm tragen und ist in der Lage, Trockenbauwände völlig autonom zu verlegen. Er wiegt 101 Kilogramm und ist 1,82 groß. Die Erfinder sind zuversichtlich, dass... No front an dich, Robi, aber... Ich glaube, ich hätte da einfach lieber einen Menschen, der das macht. Das Modell sogar beim Bau von Flugzeugen und Schiffen helfen kann. Also bei der Produktion kann ein Roboter ja sicherlich von Vorteil, aber beim richtigen Bau... Ältere Gebäude sind oft schlecht isoliert, neben anderen Problemen. Ja. Das führt dazu, dass es trotz maximaler Heizleistung immer noch kalt ist. Oft landen bis zu 85% der verbrauchten Energie im Freien, was zu Kondenswasser, Schimmel, Mehltau und anderen Problemen führt. Ja, darauf achte ich bei meinem Haus auch sehr, dass es gut isoliert ist. Das Problem kann mit extrudierten Polystyrol-Schaumplatten wie diesen hier gelöst werden.
Bei ordnungsgemäßem Einbau verringert sich der Wärmeverlust um 43% und die Platten können gestrichen und tapeziert werden. Allerdings muss man 24 bis 48 Stunden lang warten. Nach Ansicht der Planer ist dies auch eine hervorragende Lösung für Gebäude von historischem Wert. Die Platten sind nur 3 bis 12 mm dick, sodass sie nicht viel Platz benötigen. Und da das Material leicht ist, lässt es sich einfach transportieren, tragen und selbst montieren. Oh, die Isolation, Junge, als Kind habe ich mir keine Gedanken über die Isolation gemacht. War mir scheißegal, Hauptsache ich kann die Heizung abmachen. Aber das ist aktuell, dieses Thema ist aktueller denn je. Die ganzen Heizkosten explodieren. Aerogel wurde 1931 erfunden und ist seitdem weit verbreitet. Was ist das? Von der Raumfahrtindustrie bis zu Baustellen und auch in diesem Pflaster. Oh. Die Flüssigkeit im Aerogel wurde durch Gas ersetzt, was zu einer nanoporösen Struktur führte. Das fertige Material besteht zu mehr als 90% aus Luft, ist sehr widerstandsfähig und kann Temperaturen zwischen minus 250 und plus 1000 Grad Celsius standhalten. Fügt man Aerogel dem Putz hinzu, erhält man eine unglaubliche vielseitige Option, die zur Isolierung von Gebäuden und zur Restaurierung von Denkmälern verwendet werden kann. Gips auf Aerogel-Basis lässt sich weiterhin leicht manuell und maschinell verarbeiten. Und nach Angaben des Deutschen Instituts für Normung... Das hab ich auch! So eine Armierung! Das hatten wir in dem einen. Falls ihr mal so ein paar Videos sehen wollt, gönnt euch die Shorts auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich auch so ein bisschen was von der Baustelle gezeigt. Bei mir ist das mit so schwarz und maschinell verarbeiten. Da, und diese Armierungsplatten. Des Deutschen Instituts für Normung reicht eine 2 cm dicke Schicht aus, um die erforderliche Wärmedämmung zu erreichen. Ja, bei mir war das irgendwie gegen Wasser oder so. Mit Bitumen. Eine Alternative zu Asphalt und Beton, sagen die Erfinder dieses universellen Gittersystems. Die Elemente sehen zwar zerbrechlich aus, aber die Tragfähigkeit beträgt bis zu 150 Tonnen pro Quadratmeter. Das bedeutet, dass das System an vielen Orten eingesetzt werden kann, von Spielplätzen bis zu Parkplätzen. Ja, das ist cool. Dieses Produkt wird aus recyceltem Polyethylen hoher Dichte hergestellt und ist somit umweltfreundlich. Die Konstruktion der einzelnen Elemente ermöglicht ein ungehindertes Wachstum von Gras und erleichtert die Entwässerung. Das Zusammenstecken des Gitters ist einfach und aber macht die Arbeit schnell und effizient. Der Preis pro Quadratmeter Material beträgt etwa 30 Euro. Schütt da Sand hin. Hey Leute, Schluss mit Faulenz. Ja, Schluss mit... Ich glaube, das war's. Ja, geil.